Flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Leute, ich bin hier 20 Meter tief im Eis. Unter mir 15 Meter Luft. Ich stehe auf einem winzigen Stück Holz. Guck mal. Über mir geht es auch noch mal 15 Meter hoch. Auch nur Eis. Und wie ich hierher gekommen bin und ob ich hier wieder wegschaffe, seht ihr in der Sendung. Heute geht's um Eis. Aber natürlich nicht um das hier, sondern genau um das. Bei 0 Grad wird Wasser zu Eis. Dann werden die Straßen zur Rutschbahn und Eiszapfen wachsen von den Dachrinnen. Eis ist super vielseitig. Es ist nicht nur sehr rutschig, sondern schwimmt auch. Sogar als riesiger Eisberg auf dem Meer. Und als Gletschereis bedeckt es die Berge. Ich check heute, was für coole Eigenschaften Eis hat, schau, was ich so beim Eishockey reißen kann, und ich erforsche eine riesige Gletscherhöhle. Alle bereit? Hier kommt der Eischeck. Guck mal, mein Rieseneisblock. Cool, oder? Und jetzt die Checkerfragen. Wie wird aus Wasser Eis? Wie entstehen Eiszapfen? Und warum schwimmt Eis? Das check ich für euch. Los geht meine Eisentdeckungstour. Na wo wohl? Klar, in der Eishalle. Und dass ich hier so schön rumrutschen kann, dafür sorgt Robert. Der macht das Eis jeden Tag spiegelglatt. Robert! Boah. Stopp mal! Komm mal runter! Morgen! Servus! Hi! Sag mal, mit dem Ding hier machst du das Eis glatt, oder was? Genau. Wie funktioniert denn das? Das ist ganz einfach das Prinzip. Wir lassen den Schlitten aufs Eis runter. Schlitten ist dieses Riesending hier hinten, oder genau. Was? Dann in den Schlitten ist ein Hobelmesser, ein scharfes. Das ist hier. Kann man richtig, fühlt man auch, das ist ein scharfes, Vorsicht, scharfe Kante. Vorsicht, Finger weg sein. Ja, aber echt. Ist ziemlich scharf. Boah, heftig. Okay, und dieses Messer rutscht einmal übers Eis, oder wie? Das hobelt das mal Eis ab, macht ca. 2 mm weg. Dann, wenn alles abgehobelt ist, wird hinten über die Rohrleitung feines Wasser drauflassen und mit den Lappen wird es abgezogen. Cooles Teil, so eine Eismaschine. Die muss ich selbst fahren. Super. Erstmal den Schlittenhobel aufs Eis. Boah. Und jetzt braucht man nur Wasser. Das ist der Wasserhebel. So, wie machen wir den an? Bisschen nach rechts. So, genau. Das Wasser friert und bildet eine neue, super glatte Eisschicht. Die Halle hat übrigens im Boden so Kühlrohre, damit das Eis auch bei über 0 Grad nicht schmilzt. Aber wie funktioniert das überhaupt, dass das Wasser hier zu Eis wird? Checkerfrage. Wie wird aus Wasser Eis? Bis Wasser zu Eis wird, dauert es ja meistens eine ganze Weile. Deshalb kann man da eigentlich auch nicht bei zugucken. Es sei denn, man filmt, wie Wasser gefriert und lässt den Film dann viel, viel schneller ablaufen. Das sieht dann so aus, guckt mal. Abgefahren, oder? Die Frage ist nur, was passiert da genau mit dem Wasser, wenn es gefriert? Wasser besteht aus ganz vielen kleinen Teilchen, genannt Moleküle. Die sind so winzig, dass man sie nicht sehen kann. Die flitzen im Wasser rum und haben da ihren Spaß. Wenn das Wasser aber auf 0 Grad abkühlt und zu Eis wird, haben die kleinen Teilchen nicht mehr so richtig Bock auf Rumflitzen. Die schließen sich dann zu kleinen Grüppchen zusammen und bleiben irgendwann ganz stehen. Die Teilchen sind jetzt fest und das Wasser ist zu Eis erstarrt. Wird es jetzt aber wieder wärmer, lösen sich die Teilchen wieder aus ihren Grüppchen und sausen wieder rum. Aus Eis wird wieder Wasser. Frage gecheckt, würde ich sagen. Bei 0 Grad wird Wasser zu Eis. Die Wassermoleküle schließen sich zu Gruppen zusammen und bewegen sich nicht mehr. Gecheckt. Wie Wasser zu Eis wird, weiß ich jetzt. Und wie man super schnell drauf fährt, das weiß Chris. Da kommt er ja schon. Aber ein bisschen schnell. Hey Chris. Servus. Du bist Eishockeyspieler, ne? Ja. Wieso bist du so heftig ausgerüstet? Dass das ein Kontaktsport hat ist. Heißt, was ist ein Kontakt? So. Es tut weh. Ich brauche auch so Schoner, glaube ich. Ja. Ausprobieren. Der Schläger, was ist mit dem? Der ist so ein bisschen. Ach nee, Quatsch. Der ist ja komplett leicht. Der wiegt nichts mehr, ne? Ja, das ist ja heftig. Braucht man nicht richtig einen festen Schläger, um fest zu schlagen? Also einen schweren Schläger? Nee, die sind schon stabil. Die sind nur leicht, damit man ihm besser umgehen kann. Und aber du könntest mit dem Ding schon richtig fest schießen? Kann auch richtig schießen, ja. Kannst du mal vormachen? Klar, mach mal. Wie heißt das nochmal? Ihr schießt immer nicht mit Bällen hier, sondern mit so dem Puck. Puck, genau, ja. Diese runden Scheiben, ne? Genau. Kannst du damit mal aufs Tor schießen einfach? Mach mal. Cool, zeig mal. Alles klar.
Profispieler schaffen bei solchen Schüssen bis zu 170 km/h. Und das mit so einer kleinen schwarzen Scheibe. Und dieser Puck ist quasi eine Hartgummischeibe, mit der man im Spielen genau. Aus Hartgummis. Ja, richtig massives Ding. Ne? Richtig, ja. Und mit Ball würde auf dem Eis einfach nicht gehen, oder wie? Der würde... Nee, das wäre zu langsam. Der Puck rutscht einfach viel schneller. Und... Ah, ja, klar. Ja. Klar, weil er hier auch eine ganz glatte Oberfläche hat. Wenn der übers Eis rutscht, logisch. So ein Gummipuck rutscht nämlich nicht auf allen Flächen gleich gut. Wir können das hier mal ausprobieren. Hier haben wir Gummi, Holz und Eis. Fangen wir mit dem Gummi an. Achtung. Ja, Gummi auf Gummi geht nicht so richtig gut. Auf Holz. Rutscht ein bisschen besser, aber auch nicht so wirklich. Und auf Eis, Achtung, rutscht er sofort runter. Das liegt daran, dass wenn zwei Dinge gegeneinander reiben, Wärme entsteht. Das könnt ihr auch ganz leicht ausprobieren. Reibt mal eure Hände ganz fest gegeneinander. Es wird richtig heiß. So, und wenn ihr die ins Gesicht haltet, habt ihr zwei richtig warme Hände. Was entstanden ist, ist Reibungswärme. Und genau das Gleiche passiert auch auf dem Eis mit dem Puck. Wenn der da drüber rutscht, entsteht auch Wärme. Achtung. Und diese Wärme schmilzt das Eis so ein ganz bisschen an. Es entsteht so ein ganz, ganz dünner Wasserfilm, den kann man mit den Augen gar nicht sehen. Aber auf diesem Wasserfilm kann der Puck wunderbar übers Eis rutschen. Und genau das Gleiche übrigens passiert auch, wenn ihr zum Beispiel mit euren Schuhen auf eine Eisfläche geht oder wenn ihr Schlittschuh lauft. Eigentlich gleitet ihr auf einem ganz, ganz dünnen Wasserfilm übers Eis. Meinst du, du kannst mir so ein bisschen die grundlegenden Sachen beibringen? Denke ich schon, dass wir das hinkriegen, ja. Ehrlich? Ja. Aber du musst schon wissen, ich habe, glaube ich, in meinem Leben zweimal auf so Schlittschuhen gestanden und ewig nicht mehr. Okay, dann sollte man mit der Basis anfangen. Aber. Vorher muss ich mir aber die Schutzausrüstung anziehen. Guck mal, wie ich mich für diesen Sport einpacken muss. Klar, ich soll mir auch bei den ganzen Remplern auf dem Eis nicht wehtun. Die Rempler heißen übrigens beim Eishockey Bodychecks. So. Jetzt noch einen Schläger, bitte. Danke. Boah. Oh, Chris, ich glaube, als allererstes musst du mir mal beibringen, wie man Schlittschuh läuft, ey. Fangen wir einfach mit Slalomlaufen an mal. Slalom gleich? Vielleicht wäre es geradeaus mal. Nee, wenn schon gescheit. Tschüss. Boah. Genau. Und jetzt müsst ihr aber wieder anhalten. Genau. Ja, so kann man es halt auch machen. Aber wie bremst du denn? Also wichtig ist, dass bevor du die Bremsung machst, schon mal weiter runter gehst, okay, wieder den Körperschwerpunkt nach unten verlagerst, mhm, und dann einfach querstellen. Mach mal vor. Ich finde, ich krieg das auch schon ganz gut hin. Naja, fast. So, jetzt kommt die letzte Trainingseinheit. Ich lasse mir von Chris einen Rempler verpassen. Oder in der Fachsprache, hier kommt mein Bodycheck. Nichts passiert, alles gut. Und jetzt noch eine Frage an euch. Woraus entsteht Gletschereis? A. Aus zusammengepresstem Schnee. B. Aus gefrorenem Regen. Oder C. Aus gefrorenen Bergseen. Die Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Jetzt fahre ich wohin, wo es richtig viel Eis gibt. Auf den Hintertuxer Gletscher in 3250 Meter Höhe. Da treffe ich den Roman. Hallo. Der ist Gletscherexperte und zeigt mir heute eine richtige Gletscherhöhle. Oh, Wahnsinn. Krass. Ist das hier alles Eis um uns rum? Soweit das Auge reicht. Links, rechts, oben, unten. Wir stehen auf Eis. Wir sind hier 25 Meter unter der Skipiste. Das ist ja heftig.
Total. Aber wenn das hier alles Eis ist, ne? Ich habe ja mal gelernt, wenn man mit der Zunge ans Eis geht, dann friert man fest. Ja. Kann das hier auch passieren? Probier's mal, am besten einfach auch selbst. Und wenn ich festfriere? Ich würde es einfach mal versuchen, wir sind ja bei dir. Komm mal rein. Soll ich es wirklich mal probieren? Ich friere gar nicht. Ist ganz lecker. Eis halt. Warum friere ich ihn da nicht fest? Wenn ein Metall, eine Straßenlaterne zum Beispiel, wenn da sehr kalte Temperaturen sind, minus 10 Grad, und dann würde man mit der Zunge rangehen, dann würde man kleben bleiben. Und das ganz einfach erklärt, Metall ist ein guter Wärmeleiter. Mhm. Und die Wärme von deiner Zunge wird übers Metall abgeleitet. Ah. Und dadurch friert sozusagen dann der Speichel und man bleibt kleben. Die Spucke ist das, was mich mit der, genau, der Laterne verbindet. Wasser ist ein guter Kleber, wenn es friert. Ja, klar. Und in diesem Fall ist das Gletscher ein schlechter Wärmeleiter. Das heißt, die Wärme von deiner Zunge wird nicht abgeleitet. Mhm. Und dadurch bleibt ein flüssiger Film aus Speichel und bleibst nicht kleben. Okay. Cool. Dann lecke ich noch eine Runde. Und dieses Eis ist alles so festes, gepresstes Eis, wie ich es aus meinem Gefrierfach kenne. Also wenn wir so schauen, da sehen wir sehr schön, dass das schichtförmig aufgebaut ist. Ja, die Farben sind unterschiedlich. Hier ist es dunkler, ist dunkler, da ist ein bisschen heller. Genau, und wo es dunkler ist, da ist das Eis einfach dichter, da ist weniger Luft drinnen. Heißt, und wenn es heller ist, so wie da oben. Was meinst du mit weniger Luft drin? Also wenn man genau schaut, das ist über Luftbläschen. Ja, also kleine, ne? Ja, und wo das helle Eis zu sehen ist, da haben wir mehr Luft noch drin. Okay. Das hängt damit zusammen, wie Gletschereis entsteht. Gletschereis ist nämlich nichts anderes als gepresster Schnee. Hoch oben in den Bergen schneit es nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Und zwar mehr, als wieder wegschmelzen kann. So entsteht zuerst eine Schicht lockerer Pulverschnee, in der auch noch viel Luft eingeschlossen ist. Dann schmilzt ein bisschen was weg, nachts friert es wieder und der Schnee wird immer schwerer. Die unteren Schneeschichten werden immer mehr zusammengedrückt und es entsteht Firn. Das ist so eine Art körniges Schneeeis, in dem schon viel weniger Luft drin ist. Jetzt schneit es noch mehr und unter dem Druck wird der Firn noch mehr zusammengepresst. Es entsteht Eis. Aber wie entsteht denn jetzt eigentlich so eine Höhle wirklich hier? Warum ist denn hier so ein Raum, wo wir durchlaufen können? Ja, Gletscher sind in Bewegung. Mhm. Und da gibt es dann natürlich auch Zugspannungen. Wie Zugspannungen? Im Eiskörper drinnen. Zugspannungen? Wer zieht denn hier? Stellen wir uns einfach vor, der Untergrund ist ein Berg geneigt. Und wenn da so massig Eis drauf liegt, dann wird dieses enorme Gewicht natürlich zum Tal runterziehen. Mhm. Und dadurch kommt das Eis dann in Bewegung. Und wenn dann dieser Gletscher als Beispiel über eine Kuppe drüber fließt, dann wird der Eiskörper natürlich oben gedehnt an der Oberfläche. Hat einen längeren Weg zurückzulegen. Logisch. Und dann muss das da oben auseinanderreißen und so entstehen dann V-förmig Gletscher. Das sind diese Ausbuchtungen, die man dann hat, zu Höhlen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Das Eis des Gletschers ist so schwer, dass es am Berg nach und nach talwärts rutscht. Das geht so langsam, dass man das mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Rutscht das Eis dabei über eine Kuppe, reißt es oben auf und es entstehen Gletscherspalten. Aus so einer ist auch unsere Höhle entstanden. Auf die Gletscherspalte hat es wieder geschneit, der Schnee wurde zu Eis gepresst und das hat ein Dach über der Spalte gebildet. Der Druck von oben hat die Höhle dann gestaucht. Roman und ich gehen jetzt ganz tief hinein in den Gletscher. Hier unten sieht es aus wie ein Palast aus Eis. Super schön. Ah, rutschig ist es hier. Oh, krass. Jetzt kommst du zu mir runter, da hast du ein bisschen Stand. Eis ist rutschig, wie man sieht. Ja, Eis ist rutschig. Das ist ja Wahnsinn hier, sag mal. Diese riesigen Eiszapfen, das sind alles Eiszapfen auch, oder? Ja, ja. Die längsten 8 Meter, 9 Meter. 8 Meter Eiszapfen. Das ist ja verrückt. Dazu habe ich eine Checkerfrage. Wie entstehen Eiszapfen? Ja, das Eiszapfen entsteht, braucht man zuerst flüssiges Wasser. Mhm. In dem Fall haben wir draußen an der Gletscheroberfläche auch Sonne,
Wärmestrahlung, der Schmilzschnee. Und der kommt dann schön langsam, dieser Wassertropfen kommt dann schön langsam durch und hängt dann da oben an der Decke, zeitlang. Ja. Ja, wir haben da drinnen unter 0 Grad, knapp unter 0. Ja, und dann entsteht dann der erste Mini-Eiszapfen. Ah, logisch, weil bei 0 Grad friert das Wasser. Und der erste Eiszapfen, der da oben ist, ist nur eingefrorener Wassertropfen. Genau. Mini-Eiszapfen bestehend aus einem Wassertropfen. Sozusagen, ja. Und jetzt kommt aber der nächste Wassertropfen schon nach. Ja. Und der hängt sich dann unten dran. Mhm. Und so wird es dann schon ein bisschen länger und dann entsteht zuerst einmal ein dünner Eiszapfen, länglich. Ja. Nur das Wasser, das dann ständig nachkommt, Tropfen für Tropfen, das friert dann auch schon seitlich am Eiszapfen. Ja. Oben schon auch am Eiszapfen und dadurch kann der Eiszapfen nach oben in die Breite wachsen. Und dann kriegt das und gleichzeitig Form. Unten der nächste dran, gibt dann diese Zapfenform. Ja, Logo. Nach oben breiter werdende, klar. Aber sag mal, was ist denn, wenn uns jetzt einer von diesen Eiszapfen hier irgendwie abbricht und auf den Kopf fällt, kann das passieren? Also hier drinnen kann das deshalb nicht passieren, weil wir immer 0 Grad und ein bisschen weniger haben. Okay. Aber bei der Dachrinne, ja, das Metall, wenn da die Sonne drauf scheint, im Frühling, wird, wird dieses Metall erwärmt. Ja. Der Eiszapfen verliert dann seine Verbindung, klebt dann nicht mehr oben und dann kann er runterfallen und das ist saugefährlich. Weißt du, was ich als Kind immer am allerliebsten gemacht habe? Eiszapfen abbrechen und lutschen. Kann ich einen haben? Ja. So einen kleinen hier. Nehmen wir einen kleinen mit runter. Finde ich super. Auch mal? Nee. Eiszapfen entstehen, wenn Wasser von oben Tropfen für Tropfen festfriert. Gecheckt. Boah. Gut, da sind wir jetzt bei unserem See angekommen. Bei eurem See? Schau mal runter hier. Ja, klar. Ihr habt einen See in einer Eishöhle. Erstaunlich. Ich glaube, das ist eine zugefrorene Eisdecke und das Schlauchboot, was da vorne liegt, ist auch zugefroren. Und warte, ich beweise es dir auch. Ich brauche nur hier. Das ist eine Eisscholle. Achtung. Heftig. Das glauben wir so, oder? Das ist wirklich Wasser. Wieso, wie kann denn das sein? Wie kann denn hier ein See drin sein, wenn überall drumherum Eis ist? Das muss doch gefrieren. Ja, wir haben da sehr viel Wasser, große Masse. Ja. Und große Wassermassen, da dauert es länger, bis das friert. Eine kleine Pfütze friert schnell zu, aber ein großer See. Stimmt, das kennt man einfach so von der Straße, von draußen. Hm? Pfützen sind oft ganz gefroren. Aber der hier müsste doch jetzt irgendwie auch frieren. Ich meine, klar, ist groß, aber überall ist Eis. Ja, aber die Lufttemperatur darin ist auch 0 Grad. Auch das Eis hat 0 Grad. Mhm. Und es sollte eine Spur kälter noch werden. Mhm. Dann friert er natürlich schlagartig zu. Also das heißt, der See hier ist mit den 0 Grad eigentlich ständig fast am Frieren, aber eben nicht ganz. Genau. Vorhin ist mir aufgefallen, das Stück Eis, was ich reingeworfen habe, das schwimmt ja oben, ne? Ich probiere es nochmal. So. Und schon wieder, taucht auf. Aber warum ist das so? Checkerfrage. Warum schwimmt Eis? Wasser hat einen super coolen Trick drauf. Wenn es gefriert und zu Eis wird, dehnt es sich aus. Und das kann man auch super selber testen. Guckt mal hier. Nehmt einfach einen Becher und füllt ihn randvoll mit Wasser. Aber einen aus Plastik, weil Glasflaschen könnten in der Tiefkühltruhe zerspringen. Bevor wir das Wasser einfrieren, erst noch wiegen. Wasser samt Becher, 735 Gramm. Und jetzt ab damit in die Tiefkühltruhe. Nach ungefähr einem Tag ist das Wasser zu Eis geworden. Aber guckt mal, was passiert ist. Das Eis hat sich über den Rand des Bechers ausgedehnt. Aber was glaubt ihr? Ist das Eis auch schwerer geworden? Also, nochmal wiegen. Nö, wiegt genauso viel. Ist ja auch noch genauso viel Wasser, nur halt als Eis. Das Gewicht verteilt sich aber auf mehr Platz. Man sagt auch, das Eis hat weniger Dichte. Und was weniger Dichte hat als Wasser, das schwimmt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist es so wichtig, dass Eis schwimmt? Wenn es nicht so wäre, würden ja alle Teiche, Seen, Meere und so komplett von unten bis oben zufrieren und alle Fische würden zu Tiefkühlfischen werden. Das wäre ja blöd. So aber bildet das Eis an der Wasseroberfläche sogar noch eine Schutzschicht vor der Kälte für das Wasser unten drunter. Der See friert nicht ganz zu und alle Fische können wunderbar den Winter überleben. Wenn Wasser zu Eis wird, dehnt es sich aus, wiegt aber noch genauso viel. Deshalb hat es weniger Dichte als Wasser und schwimmt. Gecheckt. Boah.
Das hier ist unser Forschungsschacht. Ein Forscherschacht. Genau. Was macht ihr damit? Warum ist der da? Also wir wollen natürlich wissen, wie dick ist das Eis hier wirklich. Aha. Und auch die Gänge, die unter uns sind, da haben wir noch einmal Etagen, wirklich? Die interessieren uns natürlich auch. Okay, also ihr wollt eigentlich runterbohren, bis Felsen da ist und bis der Gletscher fertig ist? Wenn es die Natur zulässt, wollen wir runter bis auf die Sohle. Wie tief ist das jetzt im Moment? 35 Meter. Jetzt schon? Jetzt schon. Unglaublich. Aber da ist ja auch eine Leiter, ne? Wofür braucht ihr die denn? Die Leiter brauchen wir zum Hochsteigen. Wie hochsteigen? Geht jemand da runter oder was? Runter geht's am Seil und dann steigt man dann wieder rauf. Du lässt dich in diesen Spalt da ab, in diesem 35 Meter tiefes Loch. Ich will jetzt der Meinung, dass ich dich da jetzt runterlasse. Aha, nee. Du bekommst von mir ein Gut. Oh, Roman. Das gesichert am Seil und Herausforderungen gehören zum Leben einfach dazu. Ja, aber das sind 35 Meter. Ja. Boah. Na gut, ich nehme eine Helmkamera mit, damit ihr was seht. Oh, jetzt wird's aber gruselig. Das kannst du in die Hand. Ja. Okay. Oh, das ist aufregend. Und jetzt? Füße bleiben stehen. Ganz doll. Ich stehe. Stehst du auf dem Brett? Ja. Guck mal, Leute, da bin ich gerade runtergekommen. Und hier ist noch mal eine kleine Höhle. Schaut mal. Da geht's sogar um die Ecke. Deshalb forschen die hier, damit die rausfinden, was in dem Gletscher noch so alles drin ist. Heftig, oder? Brauchst du Seil? Ein bisschen. Boah, da wird's düster. Ah, da traue ich mich nicht weiter rein. Heftig. Okay, Roman, ich glaube, ich habe genug gesehen. Lass mich mal wieder hoch, bitte. Ja, komm rauf. Warte mal. Lass dir Zeit. Ich bin aber froh, wenn ich wieder oben bin. Super, Tobi. Leute. Ich bin richtig stolz auf dich. Das war total aufregend. Aber da unten drin zu sein, total abgefahren. Aber trotzdem, ich bin froh, wieder hier zu sein. Roman. Vielen Dank, Tobi. Super. Hat voll Spaß gemacht. Leute, guckt mal. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, woraus entsteht Gletschereis? A. Aus zusammengepresstem Schnee? B. Aus gefrorenem Regen? Oder C. Aus gefrorenen Bergseen? Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Richtig ist Antwort A. Gletschereis entsteht aus gepresstem Schnee, der taut und dann wieder friert. Je dunkler das Eis, desto weniger Luft ist eingeschlossen. Das war's vom Eischeck. Was mache ich jetzt mit dem Eisblock hier? Ich habe eine Idee. Eiswürfel für mein Getränk. So, sehr gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Der tausend Leute kennt.